Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea Wirtschaftshilfe in Aussicht gestellt. Allerdings nur für den Fall, dass das Land auf seine Atomwaffen verzichtet. Internationale Wirtschaftssanktionen wurden gegen Pyongyang verhängt. Dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zufolge gelten rund 70% der Einwohner Nordkoreas als ernährungsgefährdet. Pompeo, der noch am vergangenen Mittwoch für Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pyongyang war, erklärte in Washington: Wenn der Vorsitzende Kim den richtigen Weg wählt, gibt es eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand für das nordkoreanische Volk. Wenn Nordkorea die mutige Maßnahme ergreift, schnell zu entnuklearisieren, sind die USA bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, um Wohlstand zu erreichen. Vor einigen Tagen hatte der US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle Kim am 12. Juni in Singapur treffen. Der mit großer Spannung erwartete Gipfel zwischen den beiden Männern wird schon seit Wochen geplant.